Servus bei diesem Video aus der Scam-History. Schon immer gab es Stimmen, die zum Untergang der Titanic von einem gewaltigen Versicherungsbetrug sprachen. Der Himmelstiger hat sich dessen angenommen und ich zeige dir hier seine Erkenntnisse. Himmelstiger TV ist in der Videobeschreibung verlinkt, schau gerne auch mal bei ihm vorbei. Und hier geht es los nach dem Intro. Heute werden wir etwas tiefer in die Verschwörungen der Titanic abtauchen. Es geht darum, ist die Titanic vielleicht gar nicht gesunken und war der Untergang ein riesiger Versicherungsbetrug? Schauen wir uns den Mythos und die Fakten dazu einmal genauer an. Wie kommt man überhaupt darauf, dass es sich um einen Versicherungsbetrug gehandelt haben könnte? Und erst recht, wie kommt man darauf, dass die Titanic nicht untergegangen sein soll? Alle Fakten und Beweise sprechen doch dagegen. Wie kommt man jetzt auf diesen Mythos? Na, dazu muss man wissen, dass die Titanic ein älteres Schwesterschiff hatte, nämlich die Olympic. Die Olympic wurde etwa ein Jahr vorher fertiggestellt und war auch schon im Dienst. Im September 1911 rammte die Olympic nun den Kreuzer HMS Hawk und erlitt dabei schwere Beschädigung. Der Rumpf war aufgerissen und manche sprechen auch davon, dass der Kiel geplatzt war und das Schiff somit absolut seeuntauglich war. Die Versicherung der Olympic wollte für den Schaden allerdings nicht aufkommen, da man in späteren Untersuchungen der Olympic die Schuld für diesen Unfall gab. Die Olympic war also sehr, sehr schwer beschädigt und man musste viel Geld für die Reparatur bezahlen. Die Reederei war damit finanziell schwer angeschlagen und zwar so schwer, dass sie kurz vor dem Konkurs stand. Die Olympic wurde dann in derselben Werft repariert, wie die Titanic gebaut wurde. Beide Schiffe lagen in der Werft nebeneinander. Und während der Arbeiten daran tauschten sie auch mehrfach ihre Plätze miteinander. Der Mythos besagt nun, dass die Arbeiter die Beschriftungen von der Titanic und von der Olympic vertauscht haben sollen. Die Olympic soll nur notdürftig repariert worden sein, damit sie dann unter dem Namen Titanic auf Reise geht und einen Eisberg rammt und versenkt werden sollte. Dazu sollte dann auch noch ein Schiff kommen, um die Passagiere und Besatzungsmitglieder aufzunehmen und zu retten. Das kam aber angeblich zu spät. Plan war, dass die Versicherung für den Untergang der Titanic zahlen sollte. Man wollte die Versicherungssumme kassieren. Wie kam es zu diesem Mythos? Nun, der Urheber dieses Mythos sind die Autoren Robin Gardiner und Dan van der Vaart, die 1996 in ihrem Buch The Riddle of the Titanic, zu Deutsch die Titanic-Verschwörung, darüber sprachen. Und mit diesem Buch ist dieser Mythos auch in die Welt gekommen und wurde weltweit sehr bekannt, denn dieses Buch wurde ein absoluter Bestseller. Schauen wir uns die Sachen einmal etwas genauer an. Zunächst, was spricht für diesen Mythos? Und zum einen war die Reederei finanziell schwer angeschlagen und die Versicherung sollte dadurch die Verluste ausgleichen. Beide Schiffe waren weitestgehend baugleich. Sie ähnelten sich also ziemlich. Sie waren nicht identisch, aber sie waren sich doch extrem ähnlich. Beide Schiffe waren auch gleichzeitig in derselben Werft und lagen auch nebeneinander. Und danach sind alle Baupläne der Schiffe verloren gegangen, sodass man später nicht mehr nachvollziehen konnte, welches sind die Baupläne für die Olympic gewesen, welches sind die Baupläne für die Titanic gewesen. Das macht den Mythos doch schon ganz schön glaubwürdig. Zumindest könnte man darauf die Idee kommen, dass daran was Wahres dran sein könnte. Aber was spricht denn nun dagegen? Nun, zum einen hätte es Monate gedauert, beide Schiffe umzubauen, um auf denselben Stand zu bringen bzw. auszutauschen.
Die Titanic war aber fast schon fertiggestellt und die Verzögerung durch die Arbeiten an der Olympic betrugen nur etwa 3 Wochen. Das heißt, 3 Wochen kam die Titanic erst später im Stapellauf als ursprünglich geplant. Dann hätte es sehr, sehr viele Arbeiter benötigt, um alle diese Umbauarbeiten vorzunehmen. Und in diesem Zusammenhang kann man sich auch die Frage stellen, hätten alle Arbeiter den Mund gehalten? Hätte niemand davon gesprochen, dass da Umbauarbeiten an den Schiffen stattgefunden haben? Und wäre die Reederei wirklich so dreist gewesen, um so viele Menschen in Gefahr zu bringen? Sind das relevante Gründe, die dagegen sprechen? Naja, kann man sagen. Ein paar Dinge auszutauschen kann ja wohl nicht so lange dauern. Man musste das ja nicht perfekt machen, denn die Titanic bzw. Olympic wurde ja an einer sehr tiefen Stelle versenkt. Und ich denke, dass sich damals niemand hätte vorstellen können, dass das Wrack mal geborgen würde, beziehungsweise dass man es auch nur untersuchen könnte, um dann wirklich Unterschiede festzustellen. Und bei Unternehmen stand die Geldgier schon immer weit über der Moral. Besonders dann, wenn die Unternehmen schwer angeschlagen sind und in das Wasser finanziell bis zum Hals stand. Den Arbeitern dagegen hätte man auch ein gutes Schweigegeld zahlen können, damit sie wirklich den Mund halten, oder anderweitig unter Druck setzen können, damit sie wirklich den Mund halten und schweigen. Und dann sind da noch ein paar Auffälligkeiten, die das Aussehen der Olympic betreffen. Oder Titanic? Das werden wir noch sehen. Die Olympic wurde nämlich später gesichtet und hatte ein paar sehr, sehr Auffälligkeiten, die naheliegen, dass sich es bei der Olympic gar nicht um die Olympic, sondern um die Titanic gehandelt hätte. Aber auch da kann man ein paar Dinge dazu sagen oder muss man auch dazu wissen. Direkt nach dem Untergang der Titanic wurde die Olympic mehrfach umgebaut. Wie gesagt, direkt nach dem Untergang bekam sie erstens mal mehr Rettungsboote, bekam bessere Schotten und auch eine doppelte Außenhaut. Dann wurde sie 1914 als Truppentransporter umgebaut für den Ersten Weltkrieg und 1919 nach dem Ersten Weltkrieg wieder zurück zum Linienschiff gebaut. Außerdem wurde die Olympic mehrfach repariert und modernisiert. Zum Beispiel 1924, nachdem sie ein anderes Schiff gerammt hatte. 1926 wieder, nachdem eine riesige Monsterwelle die Olympic getroffen hatte. Und dann auch nochmal 1934, nachdem sie ein Feuerschiff gerammt hatte. Das führte aber auch dazu, dass die Olympic der Titanic noch ähnlicher wurde. Aber es gibt noch weitaus wichtigere Gründe, die dagegen sprechen. Und jetzt geht es wieder mal ums Geld. Die Baukosten der Titanic betrugen nämlich ungefähr 7,5 Millionen US-Dollar. Das Schiff wurde natürlich versichert mit einer Kaskoversicherung, die den Verlust des Schiffes ausgleichen sollte. Die Versicherungssumme belief sich aber nur auf 5 Millionen US-Dollar. Das heißt, die Titanic war krass unterversichert. Nur etwa 2/3 der Herstellungskosten waren abgesichert. Die Versicherung der Titanic wurde aber auch erst 2 Wochen vor ihrer Jungfernfahrt abgeschlossen. Wenn es sich also wirklich um einen Versicherungsbetrug gehandelt hätte, dann hätte man doch sicherlich die Versicherungspolice deutlich erhöht, die Versicherungssumme deutlich höher ausgestaltet, um die Verluste reinzubringen. So hatte man ja noch nicht einmal mehr die Baukosten wieder zurückerstattet bekommen. Gerade dieser Punkt spricht also massiv gegen diese Verschwörungserzählung. Aber es geht bei dieser Verschwörungserzählung trotzdem ums Geld. Das werden wir gleich noch sehen. Ein wirklich weiterer wichtiger Punkt, der gegen diese Verschwörungserzählung spricht, ist der Verlust von Reputation. Der Untergang eines Schiffes war und wäre immer mit einem Vertrauensverlust verbunden gewesen. Das sieht man bei allen zivilen Schifffahrtskatastrophen in der Welt, wie die Reedereien mit massivem Imageverlust und damit auch wirtschaftlichem Druck umgehen musste. Denn
Verlust von Image führt zu Verlust von Vertrauen, das wieder zu weniger Passagieren und das zu weniger Wirtschaftlichkeit. Und wir sehen es auch bei der White Star Line. Die Reederei bzw. die Investoren dahinter, die Eigentümer dieser IMM Trust, haben sich von dieser Katastrophe nie erholt und gingen 1915 Konkurs. Und wir haben dann noch die Untersuchungen am Wrack. Bei dem Wrack wurden viele Bauteile der Titanic gefunden und alle trugen die Baunummer 401, das war die Baunummer für die Titanic, statt der 400, was die Baunummer der Olympic gewesen wäre. Unter anderem auch die riesigen Propeller an der Titanic. Und hätte man auch diese Beschriftungen oder Bauteile austauschen wollen, hätte man noch sehr viel mehr Zeit, Energie und Geld gebraucht. Eine Nacht- und Nebelaktion, wie es in dem Buch propagiert wird, kommt dafür also absolut nicht in Frage. Daher erweist sich der Mythos bei unvoreingenommener Betrachtung meiner Meinung nach ebenso als reine Spekulation, als Fantasie. Der Mythos entspringt der Fantasie von reißerischen Journalisten. Und die Urheber dieses Mythos sind sich oder waren sich darüber durchaus bewusst. Denn kurz vor seinem Tod im Jahr 2019 schrieb der Autor Dan van der Vaart auf seiner Webseite, und ich zitiere: Die Verleger waren desillusioniert, als die Theorie nicht standhielt. Aber dank der großartigen Unterstützung wurde es in mehreren Ländern ein Bestseller. Die ganze Angelegenheit hat großen Spaß gemacht und wurde ausnahmsweise einmal anständig belohnt. Besonders der letzte Teil dieser Aussage ist da sehr interessant, denn er macht eines vollkommen klar: Verschwörungen und deren Erklärungen folgen dem Weg des Geldes. Wem bringt die Verschwörung etwas? Und wem schadet diese Verschwörung? Geschadet hat diese Verschwörungserzählung scheinbar niemandem wirklich. Denn alle beteiligten Personen waren schon lange tot, die Firmen, die dahinter standen, gab es auch nicht mehr. Aber diese Verschwörungserzählung hat jemandem sehr genutzt. Denn sie hat den Autoren, den Urhebern dieser Verschwörungserzählung, sehr viel Geld gebracht. Was ist jetzt mein Fazit? Nun, dieser Mythos ist wieder scheinbar reine Fiktion ohne Bezug zur Realität. Wäre es wirklich ein Versicherungsbetrug gewesen, so wäre die Versicherungssumme deutlich höher gewesen, um daraus wirklich Kapital zu schlagen und einen Gewinn zu erzielen. Durch den Untergang verlor die Reederei dazu wesentlich an Image und Geld und das Ganze bis in den Konkurs hinein. Auch die Zeit, die es gebraucht hätte, um beide Schiffe wirklich so zu manipulieren, so zu vertauschen, hätte im Leben nicht ausgereicht. Der Betrug letztendlich wäre auch wesentlich einfacher zu realisieren gewesen, ohne so viele Menschen zu gefährden. Dazu hätte man vielleicht einfach noch eine weitere Testfahrt gemacht und man wäre mit dem Schiff vielleicht irgendwo auf den Grund gelaufen oder gegen irgendeinen Riff gefahren, gegen irgendeine Felsformation. Und man hätte dort nicht wirklich Menschen gefährden müssen. Man hätte mit einer kleinen Besatzung das machen können. Und auch dagegen spricht, dass alle Beteiligten ihren Mund halten bis zu ihrem Lebensende, finde ich doch äußerst unwahrscheinlich. Letztlich haben selbst die Urheber dieses Mythos zugegeben, dass ihre Theorie den wissenschaftlichen Erkenntnissen zuwiderläuft. Aber was sagt ihr? Ist für euch der Mythos immer noch Realität? Steckt da vielleicht was drin? War es vielleicht in eurer Meinung doch noch ein Versicherungsbetrug oder etwas ganz anderes? Schreibt es mir einfach unten in die Kommentare. Ich würde mich sehr freuen, darüber zu lesen und vielleicht mit euch noch ein wenig zu diskutieren. Wenn das Video euch gefallen hat, dann gebt dem bitte doch einen Daumen hoch, ein Like, abonniert auch den Kanal und aktiviert die Glocke. Alles völlig kostenlos und unverbindlich, damit ihr keines meiner weiteren Videos mehr verpasst.